Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Wenn man sich Erich Hörls Biografie so vor Augen führt, fällt dreierlei auf. Erstens, dass vielleicht nomadenhafte Wandern durch den deutschsprachigen Wissenschaftsbetrieb zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland. Zweitens, seine Gratwanderung zwischen den Disziplinen Philosophie und Medienwissenschaft. Und drittens, die starke Beeinflussung seines Denkens durch französische und englischsprachige Theoretiker und Forscher. Erich Hörl, sind Sie in Anspielung an den Titel Ohne Ort und Jahr des eben gehörten Hörspiels von Oswald Egger formuliert vielleicht so etwas wie ein Philosoph ohne Ort? Das ist eine interessante Frage, was das bedeuten könnte. Was wäre nämlich der Ort der Philosophie? Und das bringt uns eigentlich mitten hinein in das Thema, von dem ich glaube, dass wir uns darüber unterhalten werden heute, nämlich der Nichtort der Philosophie ist eigentlich die technische Frage immer gewesen. Der von Ihnen erwähnte Philosoph Bernard Stiegler, er ist nicht der Einzige, aber der es am prägnantesten untersucht und formuliert hat, hat gezeigt, wie sich die Philosophie bei den Griechen, insbesondere bei Platon, gegen die Technik formiert hat, also als Philosophie sozusagen konstituiert hat. Und die Technik und die Verneinung, die Verdrängung, der Ausschluss der Technik ist sozusagen die Gründungsgeste der Philosophie. Und insofern könnte man sagen, dass wer sich als Philosoph mit der Frage der Technik und der Medien beschäftigt, hält sich sozusagen an dem unmöglichen Ort auf, nämlich dem Nichtort der Philosophie. Mhm. Haben Sie auch eine Erklärung, warum ist die Technik der Nichtort der Philosophie? Warum wurde das verdrängt, ausgeblendet? Platon hat gegen die Sophisten, die sozusagen Sprachtechniker waren, die die Sprache als Technik, als rhetorische Technik aufgefasst haben, mobil gemacht. Es ging ja so weit, wie manche Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich wissen werden, dass Sokrates den Schierlingsbecher trinken musste, weil er als Sophist angeklagt wurde. Das heißt, die Philosophie hat sich errichtet als eine Institution, die über den wahren, den reinen Logos der Ideen wacht und sozusagen alles Unreine, eben technische Entitäten ausgeschlossen hat. Also sozusagen dieser ursprüngliche Ausschluss der Technik geht eigentlich auf den Ausschluss sozusagen der Sophisten aus dem Kreis der Philosophen zurück. Und diese Ausschlussgeste hat sich über die Jahrhunderte durchgehalten. Und erst eigentlich massiv im Ende des 19. und dann im 20. Jahrhundert ist sozusagen die Technik als das Verdrängte und das Verneinte der Philosophie als Frage der Philosophie selbst sozusagen zurückgekehrt. Und eigentlich heißt seit 100 Jahren und zunehmend für mich jedenfalls philosophieren eigentlich zuallererst die technische Frage zu stellen. Und zwar vor allem gegen den Dogmatismus der Philosophie und der Institution selbst und sozusagen aus dieser ursprünglichen Wunde der Philosophie, die das Technische ist, die Zeit selbst zu analysieren. Warum ist es so wichtig, diese technische Frage an allererster Stelle zu stellen, danach zu fragen, was ist das für eine bestimmte Erkenntnis, die grundlegend für alle anderen Überlegungen ist? Wenn man davon ausgeht, dass es eine der wesentlichen Aufgaben der Philosophie ist, Zeitdiagnostik zu betreiben, zu wissen, was existieren jetzt heißt, dann kommt man nicht darum herum, sozusagen die Zentralität der technischen Frage zu stellen. Damit möchte ich sagen, wenn es vorher hieß, dass die Technik das Ausgeschlossene der Philosophie ist, dann kommt man nicht mehr umhin, sozusagen, trotzdem gegen sie als Philosoph die Frage nach der Technik zu stellen, weil man sonst sozusagen den Kontakt zur Zeit verliert. Die Technik sozusagen liegt vor unser aller Augen. So, glaube ich, hat es Stiegler mal formuliert. Und sozusagen wir können sie nicht mehr verneinen und nicht denken. Also das heißt, alles, was wir denken, hängt davon ab, welche Technologien wir benutzen oder was wir denken können.
Das ist im Grunde eine Ansicht, die frühen Medientheoretiker, der bekannteste ist vielleicht der Kanadier Marshall McLuhan, gehabt haben. Die haben gesagt, also das ist so ein Gemeinplatz, sozusagen ein Gründungsgemeinplatz der Medientheorie, dass sozusagen Techniken und Medien so etwas wie das a priori, so das materielle a priori unseres Denkens und vor allem unserer Erfahrung sind. Das war sozusagen eine der Entdeckungsgesten der Medienwissenschaft, das zu behaupten. Die Frage ist, ob das eigentlich immer noch so ist oder ob sich die Dinge im letzten halben Jahrhundert noch kompliziert haben. Also ob tatsächlich Technik und Medien einfach nur der Grund unserer Erfahrung und unseres Denkens sind, einer der Hauptgründe, vielleicht, man muss es ja nicht sozusagen absolut formulieren, oder ob Techniken und Medien sogar unterhalb der menschlichen Erfahrungsebene, unter den Wahrnehmungsschwellen überhaupt operiert, sodass sie gar nicht mehr Prothetiken oder sonstige Dinge des Denkens und der Erfahrung sind. Dass sie uns unbewusst eingeschrieben sind, oder was bedeutet das? Genau. Es gibt einen ganz wunderbaren britischen Geographen, Nigel Thrift heißt der. Der hat den Begriff des technologischen Unbewussten als erster richtig ausgearbeitet. Der Technological Unconscious hat er das genannt und meinte damit die ganzen technisch-medialen Infrastrukturen, die unsere Räumlichkeiten und Zeitlichkeiten organisieren. Also so die Informationsgeografien sozusagen unseres Seins. Und insofern könnte man sagen, wir sind im 20. Jahrhundert in einen Zustand eingetreten, wo die Technik selber technologisch geworden ist und ihren Charakter verändert hat und sozusagen uns einschreibt in eine technologische Umwelt, in der wir existieren, wahrnehmen, denken. Was heißt technologisch, wenn Sie da Wert drauf legen, dass die Technik technologisch geworden ist? Also ich würde als Technik nur bezeichnen Elemente zunächst einer Handwerks- und dann einer mechanischen Kultur, Maschinenkultur. Also sozusagen, solange Techniken irgendwie denkbar waren, als Prothesen, als Fortsetzungen, als Extensionen des Körpers, in einem bestimmten Weltverhältnis, wo Subjekte sozusagen ausgreifen auf die Natur, sie irgendwie bearbeiten, solange würde ich von Technik sprechen. Und ab dem Zeitpunkt in der Evolution von technischen Objekten, wo ein Sprung passiert, wo technische Objekte sozusagen nicht mehr minoritäre sozusagen Wesen sind, sondern ganze Umwelten gestalten, ein Kurzschluss zwischen Technik und Wissenschaft stattfindet, das, was Habermas zum Beispiel Technowissenschaft genannt hat. Ab dem Zeitpunkt, der mit der Industrialisierung zusammenhängt, verstärkt aber dann mit der Kybernetisierung im 20. Jahrhundert, kann man vom technologisch Werden der Technik sprechen. Also sozusagen einen Bindestrich zwischen Technik und Logie setzen, weil Sie müssen sich vorstellen, der Gegensatz zwischen Technik und Logos ist ein griechischer Gegensatz und Technologie sozusagen fasst den zusammen und das ist ein Sprung in der Evolution technischer Objekte. Sie erwähnten auch Marshall McLuhan, ein wichtiger kanadischer Medienphilosoph, Medientheoretiker, dessen berühmtestes Werk auf Deutsch Die magischen Kanäle in der Übersetzung heißt. Der Titel ihrer Doktorarbeit ist Die heiligen Kanäle, historisch-epistemologische Untersuchungen zur archaischen Illusion der Kommunikation. Erinnert das bewusst an Marshall McLuhan oder was war das eigentlich für ein Projekt Ihrer Doktorarbeit? Worum ging es Ihnen damals? Also der Titel ist ganz klar eine Anspielung auf McLuhan. Ich war ja fast traurig, dass der Titel nur auf Deutsch so heißt und nicht auf Englisch, The Magic Channels. Das habe ich sehr bedauert. Also der Titel ist einerseits eine Anspielung auf McLuhan, aber er geht weit darüber hinaus. Das Projekt der Arbeit geht darauf zurück, auf die Frage, wie legen sich Kulturen oder Gesellschaften oder wie immer man es bezeichnen will, kollektive Entitäten, sagen wir mal, ja, Rechenschaft darüber ab, wenn sie von einem Zustand der Alphabetisierung in die postalphabetische Situation hinübergehen. Das ist nämlich passiert seit Ende des 19. Jahrhunderts und bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Was mir auffiel, war, dass in dieser Zeit, sagen wir mal seit Mitte des 19. Jahrhunderts, wo der Elektromagnetismus sich sehr stark durchsetzte, bis hin eben zur Kybernetik dann im 20. Jahrhundert, erschienen Diskurse, und zwar in der Ethnologie, genauso wie in der Sozialanthropologie, dann in der Philosophie, die sich allesamt mit dem Phänomen primitiver Gesellschaften beschäftigten. Und das Interessante war, wenn man diese Arbeiten liest, also von Fraser's Golden Bow bis zu Lucien Lévy-Brühl, La Mentalité Primitive, die primitive Mentalität oder die primitive Seele, hat ganz viele Arbeiten über Primitivität geschrieben. Wenn man sich Opfertheorien in der Zeit ansieht von Marcel Mauss, Gemeinschaftstheorien von Durkheim, immerhin einer der Begründer der Soziologie, dann fällt einem auf, dass sogenannte primitive Gesellschaften als unglaubliche Kommunikationsgesellschaften beschrieben wurden. Da hat es sozusagen unablässig kommuniziert zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen. Und meine Idee war dann, dass eigentlich diese Spekulation über die primitiven Kulturen und als wilde Übertragungs- und Kommunikationsgemeinschaften eigentlich eine Art und Weise war, wie sich so die Gesellschaften, die im Übergang in nicht-alphabetische Verhältnisse selbst waren, sich über diese Zäsur Rechenschaft abgelegt hat. Also mit Begriffen einer alphabetischen Kultur konnte man Übertragungsverhältnisse wie die des Elektromagnetismus gar nicht mehr durchbuchstabieren. Kant zum Beispiel sprach noch davon völlig selbstsicher als Mensch der Buchkultur und als sozusagen jemand, der auf die Kompetenz von Lesern und Schreibern setzen konnte, dass Buchkategorien, seine berühmten Kategorien, etwas seien, mit denen man Erfahrungen durchbuchstabieren kann. Und sozusagen genau dieses Durchbuchstabieren mit den etablierten Begriffen hat da überhaupt nicht mehr geklappt. Und das hat mich interessiert. Und der Endpunkt der Entwicklung war, dass jemand wie Lévi-Strauss kam, Claude Lévi-Strauss, der erst kürzlich gestorben ist, im Alter, ich weiß gar nicht, wie alt ist der geworden, auf jeden Fall über 100. Ich habe mit ihm noch sozusagen einen Briefwechsel gehabt zum Schluss. Und Lévi-Strauss war jemand, der sich mit Kybernetik, Informationstheorie beschäftigt hat und der diese ganz, und darauf kommt es mir an, der diese ganzen Spekulationen über primitive Kulturen aus der Ethnologie und Sozialanthropologie ausgetrieben hat. Und meine These war dann, in dem Augenblick, wo ein exaktes Wissen von der Kommunikation und Information da war, nämlich die sogenannte Informationstheorie, ab dem Zeitpunkt hat man diese großen Spekulationen auch über primitive Kommunikations- und Übertragungsverbünde ad acta gelegt und aus der Wissenschaft selbst ausgetrieben. Und was sozusagen unter der Hand entstanden ist mit dieser Arbeit, war eigentlich eine Projektionsgeschichte einer zunächst elektromagnetischen und sodann eigentlich Radio und schließlich einer kybernetischen Kultur, die sich anderswo in ihrem anderen sozusagen Rechenschaft über sich selbst ablegt. Das kann man vielleicht ja auch in gewisser Weise als eine Vorarbeit zu Ihren heutigen Projekten ansehen. Ja, also ich nenne Ihnen ein Beispiel, vielleicht damit es noch klarer wird, darf ich das noch? Gerne. Weil dieser Lucien Lévy-Brühl, den finde ich ganz großartig, den hat man natürlich sehr gescholten mitunter, weil er sehr emphatisch das Wort der primitiven Mentalität verwendet hat und davon gesprochen hat, die Primitiven, die können ja nicht denken, in dem Sinn, wie wir das gewohnt sind, die haben auch eine andere Logik, eine sozusagen nicht aristotelische Logik. Und das Interessante ist aber, dass Lévy-Brühl darauf hinaus wollte, dass es andere Geometrien gibt, dass es andere sozusagen, also eigentlich Verortungen von Kulturen gibt, andere Denkweisen, die sozusagen vorlogisch sind, aber deshalb nicht sozusagen unlogisch und oder jedenfalls irrational. Und dieser Lévy-Brühl, der hat immer lange Spaziergänge gemacht im Bois de Boulogne und in sein Tagebuch geschrieben, in seine Carnets in den 30er Jahren. Und da gibt es einen großartigen Eintrag zum Thema Participation, also Partizipation. Ein Begriff, der heute in Zeiten so des Netzes total hoch im Kurs steht. Und er entwickelt bei diesem Eintrag eine Partizipationstheorie und schreibt, être primitif, c'est participer. Das primitive Sein heißt partizipieren an den verschiedenen Übertragungen.
dann schreibt er über den Animismus, über sozusagen Übertragungskulturen und schreibt das alles in Begriffen, die heute wieder original verwendet werden, um sozusagen unsere Kultur des Netzes zu beschreiben. Heißt es denn, dass wir jetzt wieder primitiv werden unter den digitalen Bedingungen? Das, also diese Losung, hier kommen wir nochmal auf McLuhan zurück. McLuhan hat ja vom Global Village gesprochen. Ne? Das ist eine seiner bekanntesten Aussagen. Die Kybernetik sollte so etwas wie die Welt zum Dorf machen. Diesen Spruch kennen alle, ob sie McLuhan kennen oder nicht. Und eigentlich, und das ist auch eine der Pointen meiner Arbeit, muss man diese Rede vom Village ernst nehmen, weil es nämlich um primitive sozusagen Dorfkulturen geht. Und so hat das auch Lévi-Brühl gemeint. Ich glaube allerdings, damit ist ja nichts gelöst. Wir ersetzen eine Beschreibungsweise durch die andere. Und die Pointe meiner Untersuchungen damals war, dass die Beschreibungsweise der Primitivität von primitiven Kulturen unsere Projektion unserer eigenen fortgeschrittenen technisch-medialen Kultur schon gewesen ist. Mhm. Deshalb ist es absurd zu sagen, wir werden wieder primitiv. Also wir können quasi erst aus der heutigen Perspektive das so denken. Genau. Wir beschreiben Primitivität mit den Mitteln bereits einer fortgeschrittenen technisch-medialen Übertragungskultur, einer elektromagnetischen Kultur. Also das heißt auch, wenn Marshall McLuhan vom Global Village spricht, dann spricht er davon, weil wir uns in einer Welt befinden, die sich so weit vom Dorf wie möglich entfernt hat in gewisser Weise. Vielleicht kann man es mit Lévi-Strauss sagen. Für Lévi-Strauss, der nämlich Marshall McLuhan an dem Punkt sehr nahe ist, der hat es folgendermaßen formuliert. Das ist auf den letzten Seiten eines Buches, das heißt Das wilde Denken, eines seiner berühmtesten und tollsten Bücher. Und da spricht er vom langen Umweg, den die alphabetische Kultur genommen hätte und jetzt in Zeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien wieder zurückkehrt in die Welt der Primitiven. Für McLuhan hat es einen ähnlichen Umweg gegeben. Und unter hochtechnisierten Verhältnissen kam man wieder bei Verhältnissen des primitiven Dorfes an. Also potenziertes Dorf sozusagen. Genau. Dorf hoch zwei oder so. Sie haben ja Ihre Doktorarbeit damals in Berlin geschrieben bei dem Philosophen Thomas Machow und dem Medienwissenschaftler Friedrich Kittler. Wir haben gerade auch gehört, Ihre eigene Darlegung der Philosophie, der Technikphilosophie. Sie haben jetzt einen Lehrstuhl für Medientechnik und Medienphilosophie. Was würden Sie denn eigentlich selber sagen oder wo würden Sie sich verorten? Was sind Sie heute? Sind Sie noch ein Philosoph? Sind Sie ein Medienwissenschaftler, ein Medienphilosoph? Was ist der Unterschied oder wie würden Sie sich selber bezeichnen? Also, wenn wir davon ausgehen, dass Technik- und Medienphilosophie keine regionalen Bereiche der Philosophie sind, also so wie man sagt, es gibt Moralphilosophie, es gibt Geschichtsphilosophie, es gibt Wissenschaftsphilosophie, das sind die sogenannten regionalen Bereiche der Philosophie, dann würde ich sagen, Technik- und Medienphilosophie, sofern ich sozusagen das betreibe oder mich als Technik- und Medienphilosoph bezeichnen würde, dann müsste es doch mehr sein als eine bloße Region der Philosophie. Das habe ich eingangs versucht auch zu erklären, mit dem, dass die Technik- und Medienfrage eigentlich im Kern die philosophische Frage heute ist und nicht bloß irgendein Bereich. Und in dem Fall würde ich mich als Technik- und Medienphilosophen bezeichnen. Allerdings für einen Philosophen denke ich vielleicht ein bisschen zu historisch. Und das kommt natürlich daher, dass ich auch von Thomas Machow und Friedrich Kittler auf eine Art doch sehr geprägt wurde. Thomas Machow, der auch sozusagen ein bekannter Kulturwissenschaftler und vor allem Kulturhistoriker ist. Das heißt, und Friedrich Kittler als Mediengeschichtler, der sozusagen versucht hat, Heideggers Seinsgeschichte zu wenden und zu sagen, unsere Seinsweisen, sofern sie geschichtlich eben sind, sind technisch, medial
konditioniert. Also sofern so einen strengen, und diese Konditionierung kann man dann genau beschreiben, so würde ich auch einen starken historischen Hintergrund meines Denkens irgendwie ansetzen. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal über Friedrich Kittler gesprochen. Das ist eine zentrale Figur, ein Gründungsvater sozusagen der deutschen Medienwissenschaft, gemeinsam mit Hans-Ulrich Gumbrecht, die ja beide auch immer wieder so etwas behaupten wie einen Sonderweg der deutschen Medienwissenschaft, den man auch anerkennen und würdigen müsse. Sie selber sind Österreicher, haben in der Schweiz geforscht, betreiben ganz viel Forschung in Zusammenarbeit mit Franzosen oder internationalen Forschern. Teilen Sie diese Einschätzung eines deutschen Sonderweges? Und hat er vielleicht auch seine Grenzen oder warum gehen Sie darüber hinaus? Also es gibt natürlich unwidersprochen einen ganz eigenen Zug der deutschen Medienwissenschaft, die man seit neuestem ja kulturwissenschaftliche Medienwissenschaft nennen muss, um sie von der Kommunikationswissenschaft, die eigentlich die alte Publizistik ist, zu unterscheiden. Nee, aber hier gibt es einen besonderen Zug, der auch berühmt ist, weltberühmt ist. Das ist tatsächlich das starke Abheben auf die geschichtliche Perspektive. Und ich sage wohlgemerkt geschichtlich im Unterschied zu historisch, denn es ist nicht einfach nur eine Medienhistorie, die von vielen Proponenten der deutschen Medienwissenschaft erzählt wird, an der geschrieben wird, sondern es geht schon um mehr. Es geht ja um die konstitutiven Leistungen von Medien und Techniken für ganze Dispositive des Seins, des Existierens und so weiter. Und diese starke geschichtliche Ausrichtung, das ist tatsächlich etwas Spezifisches, was in Deutschland geprägt wurde, hauptsächlich von den Protagonisten, die Sie schon erwähnt haben, nämlich von Friedrich Kittler, Gumbrecht, Bernhard Ziegert, dann schon die nächste Generation. Und das wird auch international so gesehen. Vielleicht darf ich da gleich einsetzen irgendwie, weil Sie sagen, also das Besondere, dieser besondere Wesenszug ist ein starkes Geschichtsbewusstsein. Vielleicht könnte man aber auch sagen, dass es auch eine gewisse Besessenheit mit der Geschichte zum Teil zu beobachten ist und dass man dafür in den vergangenen Jahren in Deutschland, so wie man historische Medienwissenschaft betrieben hat, sehr viel geopfert hat. Also vor allen Dingen die Frage nach sozialen Bedingungen, nach kapitalistischen Zusammenhängen oder andere Aspekte, die vielleicht eigentlich, um Medien und ihre Bedeutung für die Gegenwart zu verstehen, also was es heißt, mit einem iPhone zum Beispiel durch die Gegend zu rennen oder bei Facebook registriert zu sein, dass man die auch geopfert hat in Deutschland. Also auf jeden Fall, insofern sogar eine Gründungsgeste. Man muss das ja historisch auch verstehen. Und eine der Gründungsgesten der deutschen Medienwissenschaft, über die wir jetzt sprechen, ist sozusagen, die sehr mediengeschichtlich orientiert ist, ist die Absetzung gewesen von der kritischen Theorie und der Medien- und Technikvergessenheit der kritischen Theorie. Also, und das hieß Absetzung von der Kritik der Kulturindustrie. Das war nämlich so der Inbegriff eigentlich der Verwerfung von Technik und Medien durch die kritische Theorie in Frankfurt, die ja als, wie soll ich sagen, Horkheimer, Adorno, als Menschen der Buchkultur zunächst in der Dialektik der Aufklärung die weitere technisch-mediale Entwicklung verworfen haben. Also Adorno konnte mit Fernsehen und mit Jazz nichts anfangen. Genau, aber er hat das als Mensch der Buchkultur gesagt. Und er war ein Medienstar. Er war ein Medienstar, das stimmt. Oder nehmen Sie Habermas zum Beispiel. Habermas' Begriff des kommunikativen Handelns, der massiv gegen Luhmann und die Kybernetik formuliert worden ist. Die Kybernetik war das Schreckgespenst sozusagen der Technokratie und das kommunikative Handeln, der Kampfbegriff Habermas, die kommunikative Vernunft gegen die instrumentelle Vernunft und so weiter. Das waren alles gegentechnische Kampfbegriffe und damit hat sich die kritische Theorie sowas von eingeschrieben in den antitechnischen und antimedialen Affekt der Philosophie und der Theoria. Und gegen diese Gesten ist die Medienwissenschaft letztlich in der Gestalt, die sie auch heute noch hat, in deutschsprachigen Landen gegründet worden von Leuten wie Kittler und Gumbrecht.
Und damit hat man auch, um zum nächsten Punkt zu kommen, die industrielle Frage verabschiedet. Die gehörte nämlich dazu natürlich, die Kritik der Bewusstseinsindustrie, diese ganzen Losungen, die es gab über die kritische Theorie, die hat man gleich mit entsorgt, genauso wie ökonomische Fragen. Aus dieser Perspektive kann man auch die Grenzen dieses Ansatzes ein Stück weit erschließen. Also des medienwissenschaftlichen Ansatzes. Genau. Also dass man sagt, so wie die kritische Theorie nicht gereicht hat, um die medialen Bedingungen zu begreifen, unter denen wir leben, so reicht heutzutage die medienwissenschaftliche nicht mehr, um die ökonomischen Kontexte zu thematisieren und kritisieren zum Beispiel. Also die medienwissenschaftliche in ihrer überlieferten Gestalt. Jetzt gibt es eine neue Generation und die nächste zieht auch schon herauf. Und wir werden, da bin ich ganz überzeugt von, aber jedenfalls die nächste Generation wird viel stärker wieder an Fragen der Industrie und der Ökonomie drangehen. Und zwar, weil es einfach so ist, dass die Industrie natürlich also da ist. Es ist nicht so, dass, wie man in den 60er Jahren und 70er Jahren glaubte, übrigens auch ein Effekt der Kybernetik, dass man in postindustrielle Gesellschaften eintritt. Das war natürlich die Konsequenz aus den Automatisierungsbestrebungen der Kybernetik, die ganze Vision von automatischen Fabriken und so weiter. Und da gab es die Losung natürlich der postindustriellen Kulturen. Und tatsächlich, und jetzt komme ich nochmal auf Stiegler, deshalb habe ich ihn nämlich auch ins Deutsche teilweise übersetzt, zusammen mit Ksimena Wojtyczka, weil der Stiegler jemand ist, der sagt, nein, es hat im Gegenteil sogar auf technisch-medialer Basis, auf der Basis von neuen Medien, eine Hyperindustrialisierung stattgefunden. Es hat sich ein neuer Typus von Macht herauskristallisiert, den man nicht mehr nur als Biomacht beschreiben muss, wie es immer noch mit Agamben und anderen nach Foucault jedenfalls hoch im Kurs steht, sondern als Spielart der Biomacht, die man als Psychomacht begreifen muss, wo Programmindustrien die Bewusstseine besetzen und ausbeuten. Dieser Gesichtspunkt, den wird man, also jedenfalls so wie es momentan aussieht, noch nicht so schnell loswerden, ihn durchzuarbeiten und zu thematisieren, um zu verstehen, wo wir sind, was existieren heute heißt und so weiter. Also vielleicht kann man ja sogar sagen, es gibt schon so mindestens drei Generationen, also die Generation der kritischen Theorie einerseits, dann die erste Generation der Medienwissenschaft rund um Kittler und Gumbrecht, und sie stehen vielleicht schon in gewisser Weise für mich sowas wie für eine dritte Generation der Medienphilosophie, die ja einen Schritt weiter geht als bisher. Und ich finde da in diesem Zusammenhang auch sehr interessant ihre derzeitige Arbeit zu den Themenbereichen Kybernetik und Sinnverschiebung, weil sie haben einerseits ein Buch in Zürich damals, als sie Assistenttechnikphilosoph waren, zusammen mit Michael Hagner herausgegeben mit dem Titel Die Transformation des Humanen, Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik. Haben sich also sehr mit der Frage beschäftigt, was bedeutet Kybernetik auch für die Veränderung unserer Vorstellung vom Menschen. Gleichzeitig interessiert Sie ja zurzeit sehr stark der Begriff der Sinnverschiebung. Und damit greifen Sie einen Begriff auf, den Friedrich Kittler ja mit einer sehr großen Geste 1980 mit dem Sammelband mit dem Titel Die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften ja verabschiedet hat. Also er hat gesagt, es geht darum, den Sinn loszuwerden. Wir müssen die Technik denken, wie die Technik eigentlich Sinn und Geist erst konstituiert. Nun beschäftigen Sie sich als Philosoph ganz besonders einerseits mit der Kybernetik, was die kritische Theorie nicht leiden konnte, sag ich mal vereinfacht, und mit dem Sinn, womit die erste Generation der Medienwissenschaftler ein Problem hatte. Ja. Ist es so auch in gewisser Weise ein dialektisches Projekt, wenn Sie sich mit Kybernetik und Sinnverschiebung beschäftigen? Also mit dem Begriff der Sinnverschiebung habe ich mich tatsächlich in die Nesseln gesetzt, aber sozusagen voll bewusst. Der Begriff der Sinnverschiebung stammt ursprünglich von Edmund Husserl. Und der hat Techniken oder Technik generell und die Mathematisierung als gefährliche Sinnverschiebung bezeichnet. Da würde also das sinnstiftende Subjekt, würde das transzendentale Subjekt, wie er es genannt hat, würde die eigenen Konstitutionsleistungen,
das Hervorbringen von Sinn überhaupt nicht mehr verstehen unter technischen Bedingungen, jetzt vereinfacht gesagt. Und mir schwebte vor, dass man eigentlich diesen Begriff der Sinnverschiebung umwerten kann und muss, dass Husserl nahe dran war, eigentlich diese Bewegung schon zu verstehen, die mit in seiner Zeit und danach stattfinden sollte. Wenn Friedrich Kittler und andere den Begriff des Sinns erstmal durchgestrichen haben, so würde ich aus einer gewissen Distanz heute sagen, all diese Ereignisse, die stattgefunden haben, Sie können auch die Dekonstruktion nehmen, Derrida, Heidegger, also philosophische Unternehmungen im 20. Jahrhundert, die den Begriff des Sinns eingeklammert haben, durchgestrichen haben, dass die Symptome sind dessen, was ich die technologische Sinnverschiebung nenne. Das heißt, dass der Sinn, den man verabschiedet hat, den man auch nach den Gräueln des 20. Jahrhunderts, die auch im Namen des Sinns stattgefunden haben mitunter, wenn man diesen Begriff durchgestrichen hat und loswerden wollte, so ist es doch nur ein bestimmter Sinn des Sinns, der hier ans Ende gekommen ist. Und meine Beobachtung ist, dass dieser Begriff des Sinns, der Sinn im Sinne von Bedeutung gewesen ist, der ans Ende gelangt ist, und dass ein neuer Sinn des Sinns heraufgezogen ist, den zu verstehen, wir immer noch derzeit beschäftigt sind. Man könnte das auch als eine sinngeschichtliche Veränderung beschreiben. Und an der Basis dieser Veränderung steht für mich die Technologie. Deshalb nenne ich es auch technologische Sinnverschiebung. Das heißt nicht, dass der neue Sinn dann einfach nur ein technischer Sinn wäre, dass die Technik gar unser Sinn ist oder die Medientechniken unser neuer Sinn sind. Nein, sondern dass wir nach dem Zeitalter der Bedeutung, dass durch Medientechniken wie die Kybernetik und Informations- und Kommunikationstechnologien zertrümmert worden ist. Das hat nichts anderes, hat Kittler gesagt. Aber dass wir den Sinn nicht los sind, sondern dass es jetzt um das Verständnis eines neuen Sinns des Sinns geht. Wir bilden Menschen, Maschinen, sie können Tiere in zunehmend, sagen wir Menschen und nichtmenschliche Akteure, wie die Akteurnetzwerktheorie sagt, die bilden zusammen Gefüge, in denen Sinn produziert wird. Und diese Art von Gefügestruktur, das ist nur eine Möglichkeit, zumindest damit anzufangen, zu beschreiben, dass wir unter Netzwerkbedingungen, sage ich, die Sinnbildungsprozesse, die tagtäglich stattfinden, neu durcharbeiten müssen. Das heißt, der Sinn des Technischen ändert sich, aber mit ihm der Sinn des Politischen, die ganzen Partizipationstheorien, die darauf kommen, der Sinn des Ökonomischen, des Sozialen und so weiter. Also sozusagen, wenn ich von technologischer Sinnverschiebung spreche, dann interessiert mich der Umstand, dass wir in einer sinngeschichtlichen Zäsur begriffen sind, die durch Techniken und Medien stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Und die Verabschiedung des Sinns von Kittler und anderen ist in dieser sinngeschichtlichen Verschiebung zu begreifen als eine Geste und auch eine große Theorieleistung, die aber eingeschrieben ist in diese Geschichte und gewissermaßen ihr Symptom ist. Den Sinn sind wir nicht los, höchstens den tradierten, dogmatischen Sinn des Sinns im Sinne von Bedeutung. Also dieser Begriff der Bedeutung, den finde ich noch ein bisschen sehr abstrakt. Vielleicht könnte man den noch ein bisschen öffnen, was das bedeutet. Kann man auch sagen, dass es um eine Kritik an einem humanistischen Sinn ging in der Tradition der Buchkultur oder was für eine Art von Bedeutung ist das und hat es was mit Humanismus zu tun? Also auf jeden Fall, bei Humanismus bin ich vorsichtig, aber sagen wir, es hat auf jeden Fall was mit der Buchkultur zu tun. Das paradigmatische Bedeutungssubjekt, zumindest seit in der Nach-Gutenberg-Ära, aber wahrscheinlich auch schon früher, ist sozusagen das lesende Subjekt, das im Lesen Bedeutung konstituiert, Sinn konstituiert, der eine Bedeutung hat. Worauf es mir ankommt, ist, dass das Subjekt als Träger und Akteur und Generator von Bedeutung gesehen wird. Der Höhepunkt dieser Bedeutungslehre in der Philosophie ist zunächst Kant, dann aber ganz klar Husserl. Das transzendentale Subjekt der Phänomenologie bei Husserl ist die letzte große historische Passion eines bedeutungsgebenden Subjekts, das der Welt und sozusagen dem Objekt Sinn gibt.
umgekehrt, Objekte sind der Abgrund des Sinns, der Inbegriff des Nichtsinns. Die brauchen, um überhaupt irgendeine Bedeutung zu haben, das sinnstiftende, bedeutungsgebende Subjekt. Das ist die Konstellation. Also das ist sozusagen der Kern der Sinnkultur der Bedeutung. Und mit dieser Beschreibung können Sie zeitgenössische Verhältnisse unter versierten technisch-medialen Bedingungen überhaupt nicht mehr beschreiben, weil diese traditionelle Struktur, sinnkulturelle Struktur von Subjekt und Objekt zur Beschreibung einfach nicht mehr hinreicht. Ich würde sogar sagen, dass diese Sinnkultur eigentlich immer noch die Sinnkultur des Handwerks ist, wo das Subjekt Welt bearbeitet und sozusagen über alle Gesten der Souverän ist und sie entscheidet. Und die heutige Situation ist eine ganz andere. Nigel Swift, von dem ich schon mal gesprochen habe, der spricht zum Beispiel davon, dass RFID-Chips, sogenannte Ambient Technologies, also Umgebungstechnologien, rechnende Umwelten und so weiter, den Hintergrund des Seins vollkommen neu gestalten, rearrangieren, Umwelten bekommen plötzlich Handlungsmacht. Und das sind Verhältnisse, da kann man Sinnbildung, aber auch Leben sozusagen gar nicht mehr nach Maßgabe einer Differenz von Subjekt und Objekt beschreiben. Die Objekte werden aktiv, die werden selber Akteure, die haben Agency, Handlungsmacht. Es sind nicht mehr nur die Subjekte. Und das ist der Bruch mit der Bedeutungskultur, würde ich sagen. Und der Übergang in eine neue Sinnkultur. Also das heißt, um es mal ganz konkret zu machen, wenn ich vor meinem Computer sitze und eine E-Mail schreibe oder was auch immer oder bei Facebook bin, dann bewege ich mich in einer bestimmten Umwelt, die mich auch erfasst, die mich auch steuert oder die mir bestimmte Werbeanzeigen oder wie auch immer schaltet, die mich zwingt, auf bestimmte Art und Weise zu kommunizieren und dadurch wiederum meine Möglichkeit, Sinn zu artikulieren, beeinflusst. Ist es das? Habe ich das so zu verstehen? Also es hat etwas damit zu tun, sagen wir es mal so. Vielleicht, wenn Sie mir gestatten, würde ich noch einen Begriff einführen, der uns da vielleicht weiterhilft. Ja. Das ist das Ubiquitous Computing, das allgegenwärtige Computing oder sozusagen Rechnen. Der wurde 1988 geprägt von Mark Weiser, der Cheftechnologe, ich glaube, so wird man es auf Deutsch sagen, von Xerox PARC. Das ist das große Palo Alto, sozusagen Forschungszentrum von Xerox. Und Mark Weiser hatte in den 80er Jahren bereits die Vision, er ist leider sehr früh gestorben, schon Ende der 90er Jahre, dessen, was er Ubiquitous Computing genannt hat. Also er und seine Kollegen waren wahnsinnig unzufrieden mit der sogenannten PC-Situation, wie sie es genannt haben. Also sozusagen die Leute vor ihrem Rechner, vor ihren Kisten, das braucht alles viel zu viel Aufmerksamkeit. Das schränkt menschliche Beziehungen ein und so weiter. Arbeitsroutinen werden sozusagen negativ geprägt. Das Palo Alto Institut, muss man wissen, beschäftigt sich auch sehr stark mit Arbeitsumgebungen. Und da hatte Weiser die Idee eines Forschungsprogramms, das es eben Ubiquitous Computing hieß. Und die entscheidende Vision war, die auch einen ganz neuen Zweig in der Computerwissenschaft hervorgebracht hat, dass man an der Formierung einer neuen physikalischen Welt arbeitete, die unsichtbar verflochten ist mit Sensoren, Aktuatoren, allmöglichen Displays, Rechnerelementen, die allesamt, also diese ganzen Geräte, auch eingelassen sind in alltägliche Routinen und Objekte unseres Lebens. Das war die Vision, diese ganze Technologie, die der Computer gebracht hat und die vom PC, der auf dem Tisch steht, symbolisiert worden ist. Das sollte alles in den Hintergrund rücken, aus dem Blickfeld geraten und wir sollten seamless, war das Wort, also nahtlos eingelassen werden in ein kontinuierliches Netzwerk, das uns umgibt. 1988, das war die Idee. Xerox PARC hat dann ein großes Forschungsprogramm aufgelegt und seither arbeitet man daran. Die Netzwerkkultur, die dann entstanden ist,
und die bis heute ja in einer atemberaubenden Geschwindigkeit sozusagen sich weiterentwickelt, geht immer stärker genau in diese Richtung des Ubiquitous Computing. Und das meine ich. Wenn Sie Ihr iPhone haben und eingelassen sind in alle möglichen, nicht nur Netzwerke, soziale Netzwerke, die natürlich nur über dieses permanente Online-Sein funktionieren, sondern in Zukunft ja auch, also die Geräte, das ist verortbar. Die haben alle einen lokalen Index. Sie kriegen, wenn sie an bestimmten Stellen vorbeigehen, Nachrichten zugesandt, Werbung. Sie kriegen sozusagen intelligente Kleidung und so weiter. Also dieses Eingelassensein, meine ich, und in kalkulatorische, in rechnende Umwelten. Und da findet eine Kooperation zwischen Menschen und Objekten statt, die nicht mehr mit Gesten eines bedeutungsbildenden Subjekts erklärt werden und beschrieben werden kann. Die Erfahrungsbildung, das ist eine Riesenfrage zum Beispiel, ja. Wie findet unter diesen Bedingungen überhaupt Erfahrungsbildung statt? Wer hat da überhaupt Erfahrung? Also das Kantsche Subjekt zum Beispiel, das der Leser ja war, das ist garantiert nicht mehr eins zu eins das Erfahrungssubjekt in diesen neuen intelligenten Umwelten. Also, aber da sind wir ganz am Anfang, letztlich das zu beschreiben. Ja, und das ist natürlich ein riesiger, ja kaum merklicher Prozess, in dem, genau, also was wir da gerade erleben, wo wir eingelassen sind. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wie wir ja auch an allen Ecken und Enden, natürlich nicht nur vom Computer, sondern auch dieses Ubiquitous Computing, also diese generelle technische Umwelt, technologische Umwelt, in der wir leben und uns bewegen. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken und auch versucht, sich kritisch dazu zu verhalten als Subjekt, was man vielleicht ja irgendwie noch ist, kann das natürlich auch zu Ängsten oder zu Paranoia zum Teil führen. Und der Hamburger Filmemacher Lutz Dambeck hat ja auch zum Beispiel den Film Das Netz gedreht, wo es genau darum geht, um die Frage der Kybernetik, der kybernetischen Gesellschaft, die also in Regelkreisläufen versucht, ja, Gesellschaft zu steuern, zu kontrollieren. Das war der Ansatz damals, als die Idee aufkam. Und Lutz Dambeck warf im Zusammenhang mit seinem Film mal die Frage auf, dass ein System wie das, in dem wir heute leben, ja in gewisser Weise Menschen auch als Zeichen oder als Nummern, als Nullen und Einsen denkt. Ob so ein System, wenn man von System sprechen möchte, nicht auch in der Nähe zum Totalitarismus oder gar schon selbst zum Postfaschismus zu sehen ist, wie er selber es nannte. Also es ist eine sehr kritische Position. Wenn wir in dieser technischen Umwelt nur noch Zahlen und Nummern sind, ist es dann fast schon auch eine Art totalitäres System, in dem wir leben? Also zunächst glaube ich, es ist sehr verführerisch, das zu glauben. Also es ist tatsächlich so zunächst, dass der Begriff der Control, also der Steuerung und der Kontrolle, der der Hauptbegriff der frühen Kybernetik eigentlich schon gewesen ist, tatsächlich zu einem Grundbegriff, zu einem zeitgenössischen geworden ist, um zeitgenössische Verhältnisse zu beschreiben. Die Kontrollgesellschaft, die Deleuze zum Beispiel thematisiert hat in einem seiner letzten, wahrscheinlich sogar dem letzten Text, das zeigt, was vorher bloß ein technischer Begriff war, nämlich die Kontrolle und Steuerung, und ein logistischer Begriff plötzlich zu einer epochalen Grundvokabel werden kann, mit dem wir unsere Verhältnisse beschreiben können. Gleichzeitig muss man sagen, ist die Vision, dass irgendjemand diese Steuerung und Kontrolle in der Hand hält, natürlich eine paranoide Version sozusagen. Das Subjekt der Steuerung selbst, also das steuert, das ist ja, das ist so der Effekt dieser ganzen Entwicklung, das existiert ja letztlich auch nicht mehr. Das souveräne Subjekt, das man dahinter vermuten könnte. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, ich denke mir, dass, und da gehe ich mit Stiegler konform und letztlich Derrida, dass Techniken und Medien Pharmakoi sind. Also Pharmakon bezeichnet das Gift, aber auch das Heilmittel. Derridas Analyse hat gezeigt, wie Platon die Schrift als Pharmakon gedeutet hat, als Heilmittel
und als Gift. Und Technik und Medien sind pharmakologisch, das ist der große Einsatz von Stiglers Theorie, durchzuarbeiten und zu lesen. Und natürlich können wir ständig uns diese technischen Welten wieder erobern, zurückerobern, wie immer sie es nennen wollen. Vielleicht hat das eine gewisse Naivität, dieser Glaube, sozusagen sich die Maschinen wieder anzueignen. Aber nehmen Sie zum Beispiel die Hacker. Also Hacker sind deshalb paradigmatische Akteure geworden, weil sie sich genau die Maschinenkultur wieder angeeignet haben. Weil sie sich nicht bloß als Objekte von Rechnerkulturen begreifen. Also es hat einfach eine unhintergehbare Ambivalenz. Und es ist sogar gefährlich, wenn man Technikkritik in Technophobie und in einen antitechnischen Affekt umkippen lässt. Mhm. Aber was heißt denn dann Technikkritik zum Beispiel? Also was kann eine kritische Position sein? Wie kann ein kritisches Verhalten unter diesen Bedingungen aussehen? Haben Sie da eine Idee, eine Ahnung? Das ist ja in gewisser Weise auch das Projekt, an dem Sie selber schon lange arbeiten. Also, zunächst unterscheiden. Also unterscheiden ist das Stichwort, also nicht nur, weil Krinein unterscheiden heißt, aber sozusagen es hat auf jeden Fall einen Sinn, dieses Wort zu benutzen. Unterscheidungen treffen, die vielleicht nicht einfach nur klare, urteilende Distinktionen sind, sondern, wie soll man sagen, die zeitgenössische Situation unterscheidend durchzuarbeiten und sich Rechenschaft darüber abzulegen, wie heute psychische und kollektive Individuationsprozesse mit der Individuation von technischen Objekten gekoppelt sind. Der bloße Versuch und das bloße Unternehmen, diese Verhältnisse zu beschreiben, ist eigentlich schon eine sehr starke Geste der Kritik. Also auch die große Leistung der Philosophie, dass sie uns einen Blick ermöglicht auf unsere Welt, so dass wir nicht mehr die Nase direkt davor haben, sondern einfach von oben auch raufgucken können oder einen gewissen Abstand gewinnen können und so wieder handlungsfähig werden. Der Abstand in dem Fall wäre so etwas wie weder technophil noch technophob zu sein, sondern wie viele Denker es ja eigentlich schon vorgemacht haben, zu begreifen, dass wir originär technische Wesen sind, dass es sowas wie eine ursprüngliche Technizität gibt, und dass wir die zu bearbeiten haben, dass es überhaupt keinen Sinn macht, gegen sie anzudenken, nicht-technische, vortechnische, atechnische Zustände herbeizuträumen. Der erste Schritt einer Technikkritik ist, die Technik selbst anzunehmen. So würde ich es vielleicht formulieren. In gewisser Weise ist es eine Gelassenheit zu technischen Objekten. Das ist natürlich schwer. Technisches Objekt, das klingt immer so niedlich, weil in dem Augenblick, wo man es mit Atomkraftwerken und Hochtechnologien zu tun hat oder großtechnischen Anlagen, ist das natürlich weniger schnuggelig und nicht so einfach, ein gelassenes Verhältnis zu den Dingen zu haben. Nee, aber man darf sich auch nichts vormachen. Es ist ganz klar, die Technik durchzuarbeiten heißt auch, klare Entscheidungen treffen zu können. Zu sagen, es gibt Techniken, die wir nicht wollen. Techniken, die wir überhaupt nicht handhaben können. Auch das ist natürlich eine Option. Das heißt, nicht einfach alles hinzunehmen. Es erfordert aber sehr, sehr viel Reife und persönliche Stärke auch, oder? Es erfordert Konzentration und Beschäftigung. Ja. Mhm. Ja. Ja, aber auch dieses, also nicht zu machen, was machbar ist, sich zu beschränken, ist ja etwas, was Menschen vielleicht nicht so gerne tun oder historisch nicht unbedingt getan haben. Ja, diese Entscheidungen nimmt uns niemand ab sozusagen und das müssen wir auch so sehen. Aber gleichzeitig, also kann man zum Beispiel sehen, man kann sich entscheiden für und gegen Technologien, aber es ist völlig klar, dass der antitechnische Weg kein Weg ist. Also nehmen Sie die ökologische Krise, die Chance, die da ist, das ist natürlich eine technologische Chance, die man ergreifen muss, um nicht blind in eine Katastrophe hineinzulaufen. Was heißt das konkret? Also Hochtechnologie wird sozusagen das Post-Carbon-Zeitalter möglich machen und nichts sonst.
und nicht irgendeine Beschränkung. Selbst wenn Milliarden Wesen sich beschränken, ist es eigentlich nicht denkbar, dass man damit auf irgendeinen grünen Zweig kommt, sondern es heißt einfach, sich auf der Höhe der eigenen möglichen Aktivitäten und der Erfindung des Neuen, des Unvorhergesehenen, also dem ins Auge zu sehen, sich auf der Höhe dieser Möglichkeiten zu begeben und zu leben. Aber was mir jetzt gerade so auch hängen geblieben ist von dem, was Sie gerade sagten, aber ohne Atomkraftwerke ist das auch nicht denkbar. Da bin ich jetzt überfragt, ob es unbedingt Atomkraftwerke sein müssen. Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Hoffen wir nicht. Yeah. Okay. Nun sind wir ja hier in der Sendung Hörspiel Artmix der Redaktion Hörspiel und Medienkunst. Und wir haben über sehr, sehr viel gesprochen, über ein riesengroßes Panorama des Lebens unter technologischen Bedingungen, auch die Frage nach der Kritik an diesen Bedingungen. Haben Sie eine Antwort oder eine Vorstellung davon, welche Rolle Kunst eigentlich unter diesen technologischen Bedingungen spielt? Also die Kunst, was ist die Kunst? Ich möchte da nicht missverstanden werden. Ich sage der Kunst nicht, was sie tun soll, aber für mich, ich verstehe mich als so etwas wie ein Beobachter der Kunst oder der Künste. Und die Künste sind an dem Punkt für mich jetzt, also vor dem Hintergrund des Gesagten, interessant, weil in der Medienkunst, aber auch in der Biokunst, in den nachdigitalen Künsten, also da, wo Gewebe gezüchtet werden, wo mit Laborabfällen gearbeitet wird, wo DNA Manipulation unter künstlerischen Gesichtspunkten stattfindet. Diese Art von Künsten, das ist ein Experimentieren mit Möglichkeiten und mit Innovation und Neuheit, mit technischer Aktivität im allerstärksten Sinn. Das interessiert mich absolut. Also als Erfahrungs- und Möglichkeitsraum, der da beobachtbar wird. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich war ja zum Beispiel auch auf der Ars Electronica, die unter dem Motto Human Nature stand vor 2 Jahren und wo es genau um Biokunst ging, Bioart und was man da zum Teil zu sehen bekam von Künstlern wie Eduardo Katz zum Beispiel, der seine Idunia gezüchtet hat, eine Mischung zwischen ihm und einer Petunie, also einer Petunie, der ein menschliches Gen eingepflanzt hat, dass man dann so ein bisschen sehen konnte als angeblich rote Adern auf der Blüte der Petunie, die aber interessanterweise auch gar nicht nach Linz zur Ars Electronica einreisen durfte. Also man konnte sie nur medial sehen auf Fotos und Videos. Aber dieses ganze Gestus von diesem speziellen Künstler Eduardo Katz zum Beispiel und auch, ich sage auch ein bisschen der Bohai um die goldene Nika, die er dafür bekommen hat, das wirkte für mich sehr effekthascherisch und sehr sich inszenierend als gottgleicher Schöpfer in gewisser Weise vor dem Hintergrund der Technologie, wo dann auch zum Beispiel rauskam, dass das natürlich die ganzen Genetiker täglich in ihren Laboren machen. Es wird halt nur nicht so im Bereich der Kunst ausgestellt. Dass ich mich gefragt habe, ist wirklich die Bioart das, was heute eine interessante Kunst sein kann? Muss nicht vielmehr eine Kunst sein, die vielleicht gerade andere Bereiche sucht, weniger effekthascherische Bereiche? Ich meine, die Kunst hält sich natürlich da auf, wo gerade Diskussion stattfindet, wo Aushandlungen von Lebensformen, sage ich mal, stattfinden. Das ist ein interessanter Bereich. Und also die Biokunst habe ich deshalb genannt, weil sie sich natürlich an dem Ort der Biomacht und der Aushandlungsprozesse von Biomachtkulturen aufhalten. Deshalb finde ich sie zunächst mal interessant oder finde ich plausibel, dass man sich überhaupt an diesen Ort der gesellschaftlichen Produktion, um es mal so zu nennen, begibt, um dort auch erstmal wie wild zu produzieren. Und bei Katz, also ich teile ihre Einschätzung einerseits. Andererseits würde ich sagen, ja, aber was er exponiert und es mag einem gefallen oder nicht, aber was exponiert wird, ist das Problem der Schöpfung, der Creatio. Und das haben wir, also das meine ich jetzt jenseits der Feuilletons im Sinne von, dass Genetiker den Traum haben, Schöpfer zu werden. Nein, mich interessiert, was der Begriff der Schöpfung heute eigentlich heißen könnte.
oder die Erfindung im starken Sinne, die Produktion von Neuheit. Und mit solchen Arbeiten kann man das thematisieren und zum Gegenstand von Diskussionen machen. Und das finde ich durchaus legitim.